Und willkommen zu unserem Erklärvideo. Wir möchten heute ein bisschen ins Detail über mögliche Eigenschaften des Universums gehen. Diese Eigenschaften sind nämlich Kausalität und die Zeit. Hoffentlich wisst ihr schon, was die Zeit ist. Vielleicht wisst ihr aber nicht, was die Kausalität ist. Das ist kein Problem. Wir werden es euch erklären. Wir werden euch auch noch im Thema Determinismus belehren und unsere Eigenschaften mit ihr versuchen zu erklären. Falls ihr euch fragt, wie groß das Thema sein soll, ich kann es euch beantworten. Das Thema ist unendlich. Wir haben es aber für euch in Kürze ein wenig zusammengefasst. Viel Vergnügen und bis später. Kommen wir nun zu den Definitionen der Begriffe im Präkonzept oder Vorurteil. Erstens, Kausalität. Ihr habt diesen Begriff schon sicher oft gehört, dennoch ist es wichtig, diesen Begriff zu klären. Kausalität bedeutet, in der Natur passiert nichts ohne Grund, das heißt, dass zu jedem Ereignis ein anderes existiert. Somit sind Ursache und Wirkung eine kausale Kette, die unter gleichen Bedingungen immer gleich abläuft. Das könnt ihr euch so vorstellen wie eine Dominosteinkette, welche umfällt. Und wie schnell diese umfällt, dies bestimmt die Zeit. Zeit beschreibt die Abfolge von Ereignissen, hat also eine eindeutig unumkehrbare Richtung. Zeit ist immer entweder schneller oder langsamer, dies ist relativ, aber die Zeit ist immer da, so wie der Raum. Und Raum und Zeit, Energie und Materie bilden das gesamte Universum. Das gesamte Universum ist alles. Universum bedeutet alles. Größer als Galaxien, größer als die Lamna Kea, größer. Nun erkläre ich euch die Theorie des Determinismus. Dazu machen wir am besten ein Gedankenexperiment. Stellt euch vor, ihr würfelt einen sechsseitigen Würfel. Dann ist die Chance, dass dieser Würfel auf einer der Zahlen landet, 1 zu 6. Wenn man jetzt einen Wurf genau betrachtet und alle Einflüsse kennt, zum Beispiel die Stärke des Wurfs, den Winkel des Wurfs, die Raumtemperatur, die Bodenbeschaffenheit etc., dann kann man in der Theorie doch eigentlich vorhersagen, auf welcher Seite der Würfel landen wird. Dies würde aber bedeuten, dass der Würfel, welcher seit jeher als perfekter Generator für Zufallszahlen gilt, gar nicht so zufällig wäre. Warum erzähle ich euch das alles? Nun, dies ist die Idee hinter dem Determinismus. Der Determinismus besagt, dass alle Ereignisse auf der Welt durch eine Kausalkette vorherbestimmt sind. So, wie es bereits unmittelbar nach den Würfeln festgelegt ist, auf welcher Zahl der Würfel landen wird, wird auch der Rest unserer Welt gemäß dem Determinismus bestimmt. Dies heißt jedoch nicht, dass wir Menschen in der Lage sind, alles vorherzusagen. Dazu fehlen uns nämlich die nötigen Kapazitäten. Dies würde kein Anhänger des Determinismus bestreiten. Sie vertreten nur die Meinung, dass nichts auf der Welt zufällig geschieht. Nehmen wir nun an, das Universum sei deterministisch. Bei Experiment 1 resultiert aus A B. Bei Experiment 2 dasselbe. Das Universum ist wie ein Film, welcher sich auch von neu starten lässt. Dieser Film würde kontinuierlich weiterlaufen und immer derselbe sein. Somit sind Zeit und Kausalität Eigenschaften des Universums. Und wenn wir dieses Spiel nun umdrehen und annehmen, dass das Universum nicht deterministisch ist, sprich chaotisch, dann würde aus A B resultieren bei Experiment 1 und bei Experiment 2 nicht nur aus A B resultieren, sondern noch weitere Sachen wie C oder nicht B.
Das Universum ist kein Film. Das heißt, die Geschehnisse sind nicht bestimmbar und alles läuft chaotisch. Dieser Film lässt sich auch nicht von neu starten oder zurückspulen. Alles ist ein Chaos und nichts ließe sich voraussagen. Damit wären dann Zeit und Kausalität keine Eigenschaften des Universums, was unser Präkonzept widerlegt. Hallo, hoffentlich seid ihr noch nicht eingeschlafen und hört mir noch zu. Ich hatte euch zu Beginn darüber informiert, was ihr in diesem Video lernen könntet. Wir haben euch jetzt unsere Definitionen und Thesen aufgezeigt. Ich hoffe, ihr konntet sie gut verstehen. Vielleicht habt ihr sogar etwas gelernt. Falls ihr immer noch nicht versteht, um was es geht oder wie etwas funktioniert, schaut doch das Video nochmals durch oder schreibt uns etwas in die Kommentare. Bleibt aber noch hier. Das letzte Wort folgt jetzt noch. Ob Kausalität und Zeit Eigenschaften des Universums sind, wissen wir nicht, da wir nicht mit Sicherheit sagen können, in was für einer Welt wir leben.